Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. Und Sparta wird immer größer. Und das ist ganz cool. Ja, diese Runde werden wir die Beine einnehmen, die da einnehmen, mit denen nach da gehen und die Beine einnehmen. Also, ja. Ich habe gesehen, dass, also letzte Runde, dass Parthien nicht ganz so cool mehr auf uns zu sprechen sind. Also, die sind nur noch gelb, nicht grün. Was coole Farben sind, aber macht keinen Sinn. Gut, so, ich hoffe, die machen da oben kein Problem, weil bis ich da oben wieder bin, da könnte ich eigentlich eine Armee aufstellen, also so eine Semi-Armee, halt ein General von den Feinden. Ein edler Tod, sag bloß, der soeben hat mir soeben ein General getötet. Und der hat... Alter, der ist doch kacke. Der hat mir jetzt den General getötet und meine Agentin. Was ist los bei dem? Die Speerwelle machen mich platt. Die machen mich fertig. Aber der kommt trotzdem. Die Unbesiegbaren. Mal schauen, ob ich durch eine Strategie den platt machen kann. Boah, natürlich bekommt er meinen blöden General hier. Puh. Ja, das ist sehr ärgerlich gerade. Ich schaue gerade nur wegen der Steigung. Steigung und Neigung. Ich glaube, ich werde mich hier aufstellen. Ich werde mich in die Ecke stellen. Einerseits ist bei uns die, ja, die Infanterie extrem gut. Und so hat er keine Chance, mich zu flankieren. Und also die Kavallerie bleibt mal hier. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Okay, alles gut. Pferde verstecken sich mal da. Also ich werde die Pferde nicht dahin stecken, weil der kommt wahrscheinlich hier und da sind die gleich in der Falle. Was macht ihr denn hier? So eine kleine... Hier so ein kleines Nadelöhr, ne? Eins nach den anderen, bitte. Immer paarweise. So. Es ist möglich zu gewinnen. Aber ich glaube, ich bekomme maximal einen knappen Sieg oder einen Pyrrhus-Sieg hin. Also bestenfalls ein knapper Sieg. Weil die Speerkämpfer von denen sind gar nicht schlecht. Und was die richtig gut haben, ist Wurfspeere. Und Wurfspeere sind extrem
gut gegen Rüstung. Und dementsprechend gut gegen meine... meine Einheiten. Das Gute ist, dass ich mich hier sehr tief aufstellen kann. Das heißt, also ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Reihen. Und das ist super. Also 8 Reihen sind extrem stark. Weil da halten die sehr viel mehr aus. Was machen die denn? Gruppenkuscheln oder was? So. Also, was würde ich machen, wenn ich auf sowas, also sowas sehe? Ich würde... Ich bin wieder im Stimmbruch. Die sind ein bisschen verwirrt, glaube ich. Ich würde auf jeden Fall versuchen, mit der Kavallerie hier durchzubrechen. Auf keinen Fall hier in der Front angreifen. Also die Front ist tabu. Also die... die Mitte ist tabu. Da kommen die ganzen Schützen rein. Also da wird die ganze Zeit reingeschossen, was das Zeug hält. Und genau, und der Rand, da wird versucht durchzubrechen und in den Rücken von den Pikeneinheiten zu kommen. Ich glaube, der kann die dann sehen. Es nervt mich ja, dass ich halt ja, Bürgerkavallerie ist halt echt nicht gut. Mein Stil ist halt immer mit Kavallerie zu spielen. Der will jetzt echt die Kavallerie chargen, ne? Jagdreiter. Jagdreiter sind, es sind nur zwei Jagdreiter. Was hat er gerade angemacht? Keil, Angriffsbonus. Hm. Ich weiß nicht, ob ich gegen die bestehe. Halt auf die dann aufpassen. Rasender, ja, das wusste ich ja gerade nicht, dass die noch rasenden Angriff haben. Das ist natürlich scheiße. Okay, aber anscheinend bekomme ich die trotzdem, was sehr gut ist. Und jetzt weg. Weg, 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 weg. Ihr habt's verdient. Okay. Der macht es auch, nicht ganz so gut. Also hier hat er richtig entschieden und hat die angegriffen. Aber hier greift er komplett die Front an, was nicht so gut ist. Jetzt muss ich mal schauen, was ich mit den Pferden mache. Ne? Ich glaube, ich schlupfe hier rein und greife die an. Weil hier, ja, hier kommt schon die zweite Armee. Und hier seht ihr, was der Vorteil ist an so einer tiefen
Formation, weil hier sind schon drei Reihen. Bitte eins, zwei, drei, ja. Bis zur dritten Reihe, also quasi bis zur vierten. Und wenn man die immer so breit aufstellt, was ich meistens machen muss, genau, dann können die besser und schneller durchbrochen werden. Genau. Ja, das war auf jeden Fall sehr gut, was die da gemacht haben. Meine Kavallerieeinheiten. Ja, bitte wieder zurück und denkt über euren Fehler nach, weil jetzt, ja, ihr seid einfach schlecht. Gut. Der Charge war einfach für einen Bobbes. Gut, jetzt versuche ich mich wieder da vorbeizuschleichen. Wenn die Kavallerie von ihm mich charged, ja okay, das sind halt Fernkampf, also Plankler-Kavalleristen. Sehr schön. Das war ein guter Charge. Was gerade sein Fehler ist, beziehungsweise womit er gerade überhaupt nicht zurechtkommt, sind wirklich meine Kavallerieeinheiten. Weil der versucht, die zu verfolgen. Und das ist gerade sein Problem, weil dann holt er hier bei der Front seine Fernkämpfer und seine Speerträger weg. Und das ist mein Vorteil. Also, jetzt macht das gut. Jetzt macht das richtig. Jetzt charge da hier zwar immer noch bei einer Pikiniers-Einheit, aber trotzdem so, dass es für mich gefährlich werden könnte. Wird's natürlich nicht. Weil er meine starke Flanke angreift. Aber eben, jetzt dadurch, dass hier die Einheiten von ihm fehlen, kann ich ihn jetzt umrunden und das ist schlecht für ihn. Hier, die da müssen ziemlich was aushalten. Aber das können die ja machen. Die schießen immer noch. Weiß ich jetzt nicht. Aber jetzt gehe ich ja mit denen auch zur Flanke. So, und immer schön
die Pikiniere gehen lassen. Weil wenn sie rennen, haben sie die Phalanx oben. Wenn sie gehen, haben sie die Phalanx unten. Sollen die natürlich nicht. Ups. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Da habe ich jetzt gerade nicht aufgepasst, aber der hat es jetzt gerade auch nicht an. Deswegen ist es nicht ganz so schlimm. Hier in den Pulk rein. Pferde raus. Pferde gegen Schwere sind nie gut. Das Traurige ist an sich, hat er schon, nicht gewonnen, aber er hat mir sehr großen Schaden gemacht, weil er meinen General getötet hat. Also bevor die Schlacht angefangen hat, hat er mir schon extrem weh getan. So, jetzt war es das. Gut, knapper Sieg. 500 verloren. Ja. Aber an sich fand ich es gar nicht so knapp. Weil meine hatten noch... ja, okay, meine waren wahrscheinlich dann nach der Schlacht ein bisschen schlapp. Jetzt mach mal. Aber ich habe sehr viele vernichtet von ihm. Das ist schon mal gut. Ich brauche jetzt auf jeden Fall wieder einen Agenten. Und ja, ich muss mal schauen. Ja, und einen General brauche ich. Aber das Blöde ist, ich habe ja keinen General mehr übrig. Von meiner... Nee, doch. Ich habe ja wieder einen angeheiratet. Ja, das ist gut. Aber sehr ärgerlich. Die Unbesiegbaren. Genau, das da ist meiner. Wo bist du? Da bist du. So, du gehst mal nach Hause. Du holst dir den da. Politische Intrige. Ach so. Militärtradition und alles drum und dran, das ist natürlich immer gut. Ah ne, da brauche ich gerade keinen. Gut, was politische Intrige hat euch hintergangen? Ja, geil. Großzügigen Tribut, das ist gut. Nabatea, Parthien. Und, berühmten Baden zurückgekehrt, das ist natürlich cool. Ich würde sagen, die Frau ist dann schwanger. Entschuldigung. So. Willst du nicht zurück?
Also ich würde dir raten, zurückzugehen. So. Komisch, dass das hier gar nicht berichtet wird, dass mein General getötet wurde. Und vor allen Dingen auch, dass die Agentin da getötet wurde. Forschungsrate. Agentenumsturz. Wachstum. Das sind alles solche, die nicht wirklich attraktiv sind. Dann bekommst du mal keinen. Du bekommst mal den da, Armee aufstellen. So. Bekommst du einfach mal die Level 1er. Gut. Hier, du scoutest mal weiter. Du musst noch ein bisschen. Ach, der ist schon 76, der ist auch bald tot. Das mache ich mal weg, weil der stirbt eh und wenn er stirbt, sind die. Warte. Sind die Sachen auch dann weg? Du wirst so einer. 54 auch weg. Bleib mal drin. So, super. Du hast deinen behalten. Wieso hat der seinen behalten und der andere nicht? Naja, egal. Gut. Nee, da warte ich noch eine Runde. Dann bekomme ich den Stadtschmied, also den anderen. Oh, Entschuldigung, das war zu schnell. Wenn man so viel Geld hat, da muss man nicht wirklich drauf achten. Also man muss halt nur noch drauf achten wegen dem Essen. Aber sonst ist alles easy. Gut. Nächste Runde würde ich sagen. Ich will mal wissen, wer da ist. Also natürlich auch Spanien, aber Lusitana heißen die, glaube ich. Oder? Lusitana. Aber was die da noch alles haben. Tradition, das ist gut. Nachtkämpfe. Das ist ein Stratege. Das ist kein Stratege, deswegen mache ich Nachtkämpfe nicht. Sondern das da. Eigentlich wie immer. Also ich mache ziemlich oft das Gleiche, weil das einfach krass ist. Gut. Ja. Dann machen wir das nächste in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut. Bye, bye.